Gold. Es gibt nur wenige Dinge, die uns so anziehen und faszinieren. Ja, also es ist selten und es ist viel Geld wert und es ist halt golden und schwer. Es ist also ein Symbol der deutschen Stabilität. Also mich fasziniert am Gold, dass es an sich immer ein Wert ist, der an sich immer noch mal ein Wert bleibt. Diese eine Barren 400 und 400.000 und ein paar gequetschte. Boah. Was die Menschen am Gold fasziniert, ist sicherlich die hohe Wertdichte des Goldes. Ein sehr kompaktes Metall mit einem hohen Wert. Und das Gold steht ja deswegen auch für finanziellen Wohlstand. Wir haben ein etwas nüchternes Verhältnis zum Gold. Für uns erfüllt Gold zwei Funktionen. Zum einen ist Gold natürlich ein Vertrauensanker für die Werthaltigkeit unserer Bilanz. Auf der anderen Seite ist aber für uns Gold auch Teil unserer Währungsreserven, wie beispielsweise Anlagen in US-Dollar oder anderen internationalen Reservewährungen. New York, Liberty Street. Sitz der Federal Reserve Bank of New York. Sie ist Teil des Federal Reserve System, des amerikanischen Zentralbanksystems. Das Gebäude ist ein Tresor aus Beton und Stahl, hochgesichert, uneinnehmbar. Die Fed in New York ist eine Institution, der Staaten aus der ganzen Welt ihre Goldreserven anvertrauen. Ein großer Teil allen Goldes, gestapelt in Barren zu 12,5 Kilogramm. Auch Deutschland lagert hier Gold. Erstmalig kommen jetzt Teile dieses Goldes von New York nach Frankfurt. Die Prägeabdrücke auf einem Barren geben uns verschiedene Informationen, unter anderem den Feinheitsgehalt eines Barrens. Dieser Barren hier enthält 998,5 Anteile von 1000 Anteilen in Gold, in Feingold. Daneben ist ein Siegelabdruck des Herstellers aufgeprägt. Das ist in diesem Fall das US Assay Office in New York. Daneben die Jahreszahl, die bezeichnet, wann der Barren hergestellt worden ist, in dem Fall das Jahr 1961. Und der Barren hat eine Nummer erhalten vom Hersteller, die M842 bei diesem Barren. Der Standardbarren wiegt 400 Feinunzen, das sind knapp 12,5 Kilogramm. Ein Barren entspricht aber auch noch dem Standard, solange er mindestens 350 und höchstens 430 Unzen wiegt. Somit ist jeder Barren ein Unikat. Noch bis vor kurzem lagerten in den Tresoren der Fed 45% der deutschen Goldreserven. Das Gold ist dort aufgelaufen, wo die Goldhandelsplätze waren, in der Zeit insbesondere London, New York. Dort waren dann auch die historischen Goldlagerplätze. Man hat das Gold dort belassen, wo man es letztendlich dann auch bekommen hat. Und es war die Zeit des Kalten Krieges, der möglichen Auseinandersetzung auf dem europäischen Kontinent. Und deshalb wurde seinerzeit entschieden, das Gold gleich im Ausland, möglichst weit westlich, möglichst viel Wasser dazwischen, also linksrheinisch, und dann eben in London, in New York, aber auch eben in Paris zu lagern, um es sicher zu haben. Historisch sind die deutschen Goldreserven Ergebnis des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg. In dieser Zeit bis 1973 galt der sogenannte Golddevisenstandard. Das war ein System, in dem die Staaten Handelsüberschüsse entweder in Dollar oder Gold verrechneten. Da Deutschland schon damals deutlich mehr exportierte, fiel die Bilanz positiv aus. Andere Länder glichen die Bilanz mit Deutschland aus, indem sie unter anderem bei der Fed in New York Gold einlagerten, das in deutsches Eigentum überging. Deutsches Gold wurde also nie aktiv nach New York und die beiden anderen Auslandslagerstätten in London und Paris gebracht. Der deutsche Goldschatz entwickelte sich von 529 Kilogramm im Oktober 1951 bis zum heutigen Tag auf knapp 3400 Tonnen. Es ist tatsächlich so, das deutsche Wirtschaftswunder wurde in Gold aufgewogen. Der Goldbestand ist relativ stabil seit dieses sogenannte fixe Wechselkurssystem, das Bretton Woods-System, dann Anfang der 70er Jahre in ein flexibles Wechselkurssystem übergegangen ist. Frankfurt, New York, Paris und London. Zuletzt lagerte die Bundesbank das Gold an insgesamt 4 Orten. 69% des deutschen Goldes befanden sich also im Ausland. Nun wird weiteres Gold nach Deutschland verlagert. Warum? Das Umfeld hat sich geändert. Zum einen ist die geopolitische Lage nun eine andere und zum anderen operieren wir in einer Währungsunion. Das heißt beispielsweise, dass die Reserven, die in Frankreich lagern, nicht in
eine andere Währung dort getauscht werden können, weil die Währung für uns alle im Euroraum ja die gleiche ist. Und insofern werden wir in Zukunft Lagerstätten in London haben, in New York haben und in Frankfurt. Nach Abschluss der Verlagerung 2020 werden 50% der Goldreserven in heimischen Tresoren liegen, 37% bei der Fed in New York und 13% bei der Bank of England in London, den wichtigsten Goldhandelsplätzen im Ausland. Der Bestand bei der Banque de France wird aufgelöst. Frankreich gehört zum Euroraum, eine Lagerung zum Währungstausch ist deshalb nicht mehr notwendig. Gut 50.000 Barren müssen also nach Deutschland. Und das innerhalb der nächsten 6 Jahre. Eine logistisch echte Herausforderung. Primär sind es Sicherheitsfragen. Denn jeder Transport ist ein Sicherheitsrisiko. Insbesondere auch für die Personen, die die Transporte durchführen. Und deshalb wahren wir nach außen über die Einzelheiten Vertraulichkeiten. Aber da sind natürlich Kostengründe, die dahinter stehen. Versicherungsfragen, die dahinter stehen. Eine Summe an Detailaufgaben, die bei Transporten mit diesem wertvollen Gut eben beachtet werden müssen. Feinheit 999,5 USA 1961. Die Barren, die bei uns sind, werden gewogen, sie werden geröntgt, sie werden mit Ultraschall geprüft, sodass wir wissen, welchen Anteil Gold in dem Barren drin ist, denn die Legierungen sind unterschiedlich. Wir haben Gold in einem Feinheitsgrad 995 auf 1000 Teile und höher. Und das ist der Standard, der unter den Notenbanken üblich ist. Und diesen Standard überprüfen wir, wenn Barren hier eingeliefert werden. Der Wert dieser Barren bemisst sich nicht zuletzt an der Knappheit von Gold. In der gesamten Geschichte der Menschheit wurden bislang nur rund 170.000 Tonnen gefördert. Würde das weltweit verfügbare Gold zu einem Würfel gepresst, hätte er eine Kantenlänge von nur gut 21 Metern. Von diesem Würfel gehören Deutschland zum Stichtag 31. Dezember 2014 3.384 Tonnen. Das größte Stück besitzt die USA mit 8.134 Tonnen. Die Goldreserven haben einen enormen Wert. Das ist das Gold der Deutschen. Und wir haben die Verantwortung, damit vernünftig umzugehen. Und diesem Auftrag kommen wir nach. Der Tresorraum der Bundesbank in Frankfurt. Die Lagerkisten sind Spezialanfertigungen. Hier hat das deutsche Gold sein neues Zuhause.